Hallo und herzlich willkommen zurück bei Overlord. Und ich habe kurz was gegoogelt gehabt, deswegen habe ich hier bei den Goldbergen das letzte Mal aufgehört gehabt. Und hey, ich habe rausgefunden, wie man die Zauber wechselt. Nämlich auf den F-Tasten. F1, F2, F3, F4 sind die erste Stufe der Zauberdinger. F5, F6, F7, F8 sind die besseren halt dann von den anderen. Und den kennt ihr ja schon. Das war hier, dass ich Feuer spucken kann. Dann, warte mal, F6 war Blitz. Ach, da habe ich hier so ein Schutzschild. So, wzzzp. Genau. Und F7 war, was war das? Ich glaube, da stärke ich meine Schergen, wenn es mich nicht täuscht. Ich bin mir gerade nicht sicher. Und F8 war auch irgendwas. da sind Trolle. Also nehmen wir mal hier so schöne die Schergen mit und die Schergen mit. Das wird wohl so sein. So soll es sein. Was gibt's da? Zwerge. Okay. Zwerge mögen alles, was brennt und noch viel mehr alles, was explodiert. Lasst sie daran zugrunde gehen, Herr. Braune! Oh! Ja, ich soll sie dazu gründen. Nein, 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 alle her, alle her, alle her. Bam, bam, bam. Zack. Ah, es gibt sogar Zauberzwerge. Ist ja cool. Ist ja echt cool gemacht. Ja, genau. Ich glaube, ich hol da mal meine Feuerzwerge. Ach, Feuer. Feuerschergen. Und brenn hier die ganzen Dinger nieder. Irgendein Objekt gibt's hier schon mal. Das ist nett. Lol, da unten gibt's ganz viel. Das Zwergenparadies wahrscheinlich. Ich mag auch Objekte. Wow, 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 Digga! Nicht mit mir! Nicht mit mir! Wo kommt der denn her? Na lol. Gut, so, die Zwerge habe ich erstmal. Aber, was ist denn jetzt eigentlich meine Aufgabe hier? Finde die Statue der Muttergöttin, blabliblub. Gut. Euer Mana hat zugenommen. Jawohl. Mana, Mana, Mana. Mana, Mana, Mana. Babi, Mana, Mana, Mana. So, dann holen wir mal die Roten bei. Wir laufen erstmal hier lang. Seid froh über diese Kluft, Meister. Steinriesen mögen nichts, was weicher ist als sie selbst. Scheiße. Und alles ist weicher als sie selbst. Oh Gott. Also mögen sie gar nichts auf der Welt. Gar nichts. Das sind die richtigen bösen Lebewesen. So, wo gibt's hier noch was zum Anbrennen? Verdammte Scheiße. Lol. Ja klar, hat mein Scherge die wieder angelockt hier. Also blöde Viecher sind manchmal. Ah, und er stirbt. Wozu sind Schnecken eigentlich gut?
Sie existieren nur, um zerquetscht zu werden. Diese Kreaturen sind tödlich, aber sie mögen keine Zwerge. Vielleicht können wir das zu unserem Vorteil nutzen. Lol. Stirbst du mal? Wir gucken erstmal hier, was es hier oben Schönes gibt. Ah. So eine stolze Rasse. Zur Sklaverei verdammt. Manchmal haben auch die Götter Humor. Haha. Na, wir sind ja einer, ne? Also, wir haben nur Humor. So. Dann lass mal sie hier zerstören. Lol, bauen die. Okay, da. Das ist bestimmt die Bierbrauerei für die Viecher. Ah, okay. Ah, wie schön. Kein Wunder, dass wir nicht darunter müssen. Jetzt können wir schön angucken, wie die Schnecken töten oder was. Irgendwann müssen die... Lol, wer zerstört uns denn hier? Ah, da ist so ein kleiner mieser Zweck hinter uns gekommen. Die sterben aber auch nicht, oder? Nee, ziehen. So, dann zieht man da dran. So, und was können wir hier machen? Die Bierfässer hier erstmal zerhauen, oder was? Ich will auch darüber. Lol, wo kommt denn der her? Ah, Gut. Wir können auch hier runter. Hey, die Statue würde sich bei uns durch im Keller gut machen. Diese Rohre fließt Bier direkt aus der Brauerei. Heftiges Zeug. Ja, man sieht's, dass das heftig ist. Wie die Schergen sind auch die Zwerge am wildesten, wenn sie getrunken haben. Also passt auf her. Wir sollen aufpassen, dass die nicht getrunken haben. Ah, das ist hier ein heftiger, oder was? Nein, ich bin tot. Das habe ich gar nicht gesehen, dass ich kein Leben mehr habe. Ach man, ja, Neustart. Was kann man mal anders machen? Die Trolle, ich will mal Trolle sagen. Dabei sind scheiß Zwerge und keine Trolle. Ein paar grüne. Ein paar braune. Bisschen rot. Oh, noch ein bisschen das. Ach, Menno. Gut, dass da drüben den wollen wir nicht. Kann ich das nicht überspringen? Ach, Mann. Nee, das kann ich nicht überspringen. Ah, dann seht ihr es noch. Ah, doch, ich kann es überspringen. Angriff. Zerstört sie. Ach, die können. Ach, nur ich kann die jetzt sprengen, oder was?
Ah, okay. Ich hab's verstanden. Die brauchen einfach nur einen Zünder. So schwer ist das ja nicht. Lol. Alle. Schön die Häuser zerstören mit. Euer Overlord kämpft sich hier mit durch die scheiß Zwergen. Los, weg! Scheiße, ich habe mich selber getötet. La 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 la, ich habe mich selber getötet. Ah, wie viel Geld haben wir eigentlich? Sieht man das? 5000 noch was? Ah, Moment mal, wir gehen mal zurück zum Turm. Ja, wir. Ich habe ja keine Schergen gehabt. Oh. Du. So. Ah, weh, du scheiß Gaukler. Oh Mann, das ist unglaublich, wie der einer auf den Sack geht. So, jetzt haben wir aber genug Geld. Entweder Rüstung. Was machen wir denn eigentlich jetzt hier? Leertaste. Schmieden. Eigentlich hätte ich aber Lust auf ein Schwert. Astorium. So. Nehmen wir mal an. Schmieden. Mal gucken, wie unser Schwert wird hier. Eure Schergen warten darauf, sich in die Flammen zu stürzen. Oh, das glaube ich, mein Schergen. Ah, ich habe mein Schwert gleich in der Hand. Und es leuchtet grün. Dies ist eure Waffenkammer, Herr. Ja. Hier könnt ihr Rüstungen und Waffen aufbewahren. Stahlrüstung. Waffen. Ah. Schaden plus 2, Feuerschaden plus 1. Kritische Treffer. Was habe ich denn eigentlich? Also, das scheint mir echt gut zu sein. Der Schmelzofen muss angeheizt werden. Ich bin mal gespannt, wie unser neues Schwert funktioniert. Vernichter des fehlgeleiteten Fürsten! Vernichter des fehlgeleiteten Fürsten? Wer war denn der fehlgeleitete Förster? Naja, jetzt gehen wir wieder. Nein. Jetzt gehen wir wieder auf den Goldberg. Die Zwerge vernichten schon mal. Gucken, wie mein Schwert funktioniert. Na, ich bin ein Freund von den grünen und von den roten Schergen. So, ich habe einen Scherge selber zerstört. Okay. Mein Schwert geht gar nicht mal so übel. Lol, nein. Zerstört eigentlich alles, was hier. Lol, ich habe nur noch 11 Schergen. Das ist, wenn man sie einfach unkontrolliert irgendwo hinschickt. Nein! Ich Idiot, ich habe meine ganzen Schergen gesprengt.